Hauptbahnhof. Übergang zu allen S- und U-Bahnlinien sowie zum Regional- und Fernverkehr. Dieser Zug fährt weiter bis Harburg-Rathaus. Ausstieg links. Demonstrantinnen und Demonstranten Nummer 10. Ihr Kinderlein, kommet und kommet doch all zur Krippe, er kommet in biederen Stall. Seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude. Wir haben auch Wünsche gegeben. Dreh mal ein bisschen lauter, das ist nicht so schwache Ohren. Skurril und kenn ich für euch immer nach dem Chor. Denn in meiner Rumble-Sip-Up haben wir alle uns geschworen. Wir ballern voll aus allen Rohren, Norden frisch neu geboren. Wir sind Freiheitskämpfer, kommen aus dem Widerstand. Wir sind Freidenker mit dem Mikro in der Hand. Mikrofon-Philosophen, wir sind echte Anarchisten. Wir stehen schon seit langem auf den MC-Fahren. Wissen, sie hatten uns für Terroristen. Unsere Waffe sind die Ramme, wir tauchen auf dem Bier. Wo sind wir denn hier? Was soll das überhaupt? Hier ist die offizielle Mob-Action. Wir sind nämlich gekommen, um für mehr Transparenz zu sorgen. Denn diese Häuser, die vergammeln hier und verstauben. Und es ist gar nicht durchsichtig, was damit werden soll. Deswegen wollen wir das wieder klar kriegen hier. Dann mal richtig einschmollen, ja. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Dimensionen. Wir greifen über den zahlbaren Wohnraum. Ja, man muss den Leuten doch erklären, was hier los ist. Das erklären wir doch schon. Läuft doch alles. Wie die Emotionen, immer auf der Suche nach neuen Dimensionen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Dimensionen. Nach neuen Dimensionen. Wir würden hier so gerne kulturell nutzen. Wir haben tausend Ideen, was wir hier machen könnten. Ja, wir würden gerne kulturelle Freiräume schaffen, damit Leute sich hier ausleben können, kreativ. Und Proberäume oder Fokus oder... Und das dürft ihr nicht, oder was? Nee, also, naja. Wir kämpfen gerade dafür. Doch? Ich muss auch dazu sagen, heute ist Flora Aktionstag. Es wird in der ganzen Stadt, werden viele Aktionen stattfinden. Wir erklären uns hiermit solidarisch mit der Roten Flora und putzen die Harburger Leerstände. Viel mehr Transparenz, weil dieser Bürokratie-Staubruhe, weil... Das wird sicherlich einiges an Geld. Würden wir hier sein können und das mit Kulturbudget wäre es sicherlich eine Ersparnis an die Stadt und für uns alle Beteiligten ein schönes Kulturprogramm zu erstellen. Wir greifen nach dem Mikrofon, da gibt es keine Diskussionen. Kennt ihr schon unsere chancenlosen Interpretationen? Wir machen von die Millionen Atomexplosionen. Bis zum letzten Ton steigern wir die Emotionen. Immer auf der Suche nach neuen Dimensionen. Um für mehr Transparenz zu sorgen und gegen die steigenden Mieten, Gentrifizierung, Verdrängung nach außen. Da sind wir gerade hier in Harburg, in den Außenbezirken. Wollen wir uns da wesentlich mehr noch in diese Debatte einbringen und wir gucken uns die Leerstände ganz genau an. Hier ist einerseits die Initiative Sag Ja zur Nö. Wie man sieht,
Hier kommt nur eine braune Soße runter. Immer war es, muss uns klar sein, dass wir nie im Ziel sind, solange wir leben, denn sonst kommen wir mal eben von der Traufe in den Regen. Wir dürfen nicht erstarren in dogmatischen Strukturen. Wir sind lebendige, individuelle Naturen. Das heißt, das, was zu tun ist, brauchen wir keine Systeme. Mit Toleranz und Verständnis lösen wir alle Probleme. Die Liebe umfasst alles, wonach wir uns sehnen. Und wenn du etwas brauchst, kannst du es dir einfach nehmen. Und das wird kein Leben schnell sein. Ja, ich bin dabei. So gründlich, ne? Nicht so wie sonst immer. Die steht leer, wieso das denn? Ja, die steht leer. Und das ist schade, und das verstaubt fällt. So, denn der Eigentümer wird sicherlich freuen, dass sie hier so mühselig sauber gemacht wird. Interpretation, wir machen Form wie Millionen Atomexplosionen. Bis zum letzten Ton steigern wir die Emotionen. Immer auf der Suche nach neuen Dimensionen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Dimensionen. Nach neuen Dimensionen. Auf der Suche, immer auf der Suche. Wir sind immer auf der Suche, immer auf der Suche. Wir sind immer auf der Suche. Emerson. Wenn du den Zaun doof findest, es gibt Kaffee und Milch. Möchten Sie dann eine Staubmaske? Nee. Das wäre ein untaugliches Hilfsmittel, es besser das Kohlekraftwerk zu verhindern. Wilhelmsburg soll Kurort werden. Was soll das alles? Also hier gibt es einen Zaun. Ja. Und dieser Zaun, der grenzt, sperrt ein Gelände, das bisher zugänglich war für alle Leute, sperrt es ab. Ja, das ist schon mal zur Übung. Danach soll eine Mauer kommen und dann soll auch keiner mehr ohne Eintritt da reinkommen. Ja, bitte sehr. Nochmal 2 Minuten bitte. Danke. Die Menschen, die da jetzt da drin stehen, also wir wagen mal einen kurzen Blick über den Zaun. Ja, gerne. Also wir haben gesehen, da stehen irgendwie so 2 People, auch einen kleinen weißen niedrigschwelligen Hund haben sie mitgebracht, also keinen deutschen Schäferhund. Also wer ist das? Das habe ich noch nicht gesehen, weil die nehmen vielleicht das Eintrittsgeld entgegen. Vielleicht sollten wir sie mal fragen oder schon mal Eintrittsgeld reinschmeißen. Ja, genau, das kann man machen. Also die Fragen bestimmt. Ja, Fragen, würde ich sagen, machen wir mal. Ne? Ja, das finde ich eine gute Idee. Gut, dann fragen wir mal. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo? Wir haben mal eine Frage. Gehen Sie jetzt zufällig mit Ihrem Hund spazieren oder gehört Ihnen der Park hier? Ist Ihr Privatpark? Bitte? Ich verstehe Sie so schlecht. Also ich bringe mal die Kamera rüber, da können Sie mal ein bisschen näher kommen und da mal reinreden. Also. Hallo? Warum wird denn immer weggelaufen, wenn wir eine Frage stellen? Hallo? Hallo? Da können Sie reinreden, das ist eine höfliche Bitte. Also, keine Interviews. Bis ZDF auch nicht? ARD vielleicht? Gut, schönen Dank, schönen Tag noch. Wird jetzt hier langsam die Straße abgesperrt oder wie ist das? Nur der eine Fahrstreifen. Der eine Fahrstreifen, okay. Wo ist denn der kostenlose Seitenangang für den Pöbel, sag mal? Kommt vielleicht noch. All diese Aktionen, die die Aufwertung des Stadtteils und der Stadt zum Zweck haben, werden vor dem Hintergrund eines fantasierten globalen Wettbewerbs der Städte und Metropolen durchgeführt, in dem das Allgemeinwohl, das Wohl der Allgemeinheit, das heißt auch das Wohl der Menschen mit wenig oder gar keinem Geld, nur eine untergeordnete Rolle spielt. Es geht um das Wohl der Investoren. Der seit 2003 geplante Sprung über die Elbe soll den sozial benachteiligten Stadtteilen Wilhelmsburg und Veddel zu mehr Lebensqualität verhelfen. Das hört sich gleich viel netter an. Lebensqualität? Wer hätte die nicht gerne? In diesem Zuge werden dann auch mal bisher öffentliche, also allen zugängliche Orte mit Mauern umgeben.
Die Rendite muss ja irgendwo herkommen. Diese Entwicklung lehnen wir aber ab. Die Stadt ist keine Ware. Die Stadt ist mehr als ein Haufen Einkaufszentren und Shoppingmalls. Denn die Stadt ist, was ihr draus macht. Die Metropole des 21. Jahrhunderts. Und da ist natürlich ein großes Stichwort Public-Private Partnership. Deshalb ist es relativ wahrscheinlich, dass es darauf hinausläuft, dass quasi ein privater Betreiber diesen Park betreibt und sich um den Park kümmert und dementsprechend auch Kosten entstehen. Die Ideologie der Stadt des 20. Jahrhunderts ist Geschichte. Davon erzählen die Krisen, die Proteste und aufkommende Revolten in aller Welt. Wir alle sind mittendrin in dieser Entwicklung und überlassen diese Zukunft nicht den Bankrotteuren der Politik und Sektenanhängerinnen der Ökonomie. Die Vorstellung einer Entwicklung der Städte durch Standortkonkurrenz und die Macht des Stärkeren sollten wir Selbstbestimmung durch Aneignung und Vernetzung entgegensetzen. Wir sollten diesem einen Begriff von Gesellschaft entgegensetzen, der jenseits bestehender Normen und Ausgrenzungen steht. Eine Stadt, die wir selbst machen, bedeutet nicht nur Plätze und Häuser, die wir besetzen, sondern auch das Recht auf Straße und Bewegungsfreiheit für alle, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder sozialer Situation. Der Zaun, das wisst ihr ja alle, das steht auch auf dem Aufruf, wird hier an der Seite der Georg-Wilhelm-Straße durch eine Mauer ersetzt. Und Mauer und Zaun als Form der Ausgrenzung sind schon ganz schön krass. Hier in Wilhelmsburg im Rahmen der EGS noch viel krasser. Und wer von euch in Wilhelmsburg wohnt, der weiß, dass man sich die Mieten hier nicht mehr leisten kann. Und das alles gehört zusammen. Was ist denn hier für eine Veranstaltung? Wir essen jetzt echt von euch. Du bist ja. Echte, oder? Aha. Du bist der echte Nikolaus hier. Ja. Ja, jetzt hier. Ja, der Spruch geht nicht durch, ne? Der Spruch geht nicht durch, hallo? Letztes Jahr wurde hier neben einem Schauspielhaus noch die Drei-Groschen-Oper aufgeführt. Und heute haben wir dieses Theater quasi schon auf der Straße. Und wir befinden uns hier augenblicklich an einem Ort, der symbolisch für die Hamburger Vertreibungs- und Ausgrenzungspolitik steht. Ein paar Meter Reihe nach St. Georg werden Sexarbeiterinnen und Drogenkonsumenten stigmatisiert und kriminalisiert, mit Grußbelt belegt und verdrängt. Der Zaun unter der Kerstin-Niedes-Brücke ist zwar abgerissen, doch diese Kette unerträglicher Politik, die reißt noch lange nicht ab. Aber das Leben ist kein Schreibergarten. Verschiedene Gruppen und Menschen arbeiten daran, Zäune auch in den Köpfen einzureißen und die Dinge in Bewegung zu bringen. Und natürlich gehen wir an diesem Aktionstag Access All Areas auch über die Bezirksgrenzen des Bezirks Mitte hinaus. Don't hate the player, hate the game. Die menschenverachtende Politik ist ja nun mal kapitalistische Logik. Und deswegen wenden wir uns mit diesem Aktionstag gegen kapitalistische Stadtentwicklung und Vertreibungspolitik in ganz Hamburg und darüber hinaus, indem wir die Stadt zur Bühne des Protests machen. In den letzten Jahren sind etwa 6 Hotels mit 2.000 bis 3.000 Betten neu entstanden. Wir haben heute mehr Hotelbetten im Stadtteil St. Georg, als Menschen hier leben und wohnen. Deswegen ist Markus Schreiber einer, der aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen und nicht nur aus dieser, abgesetzt gehört. Was ist das denn? Das ist eine Treibungspolitik.
Mehr! Bauwagenplätze! Komm du! Bauwagenplätze! Für mehr Bauwagenplätze! Du weißt auch nicht jetzt, wo noch Kundgebung ist, oder was? Ja, da vorne eigentlich. Werden die Pferde wahnsinnig. Ihr seid der Stolz Hamburgs! Beginn der zweiten innerstädtischen, aber der insgesamt, glaube ich, vierten Kundgebung des Tages. Des Aktionstages Access All Areas. Wir stehen hier am totesten Ende der Innenstadt. Das toteste Ende der Innenstadt ist uns zugestanden worden. Ansonsten ist ja der Senator Neumann nicht so dafür, dass Menschen hier in der Innenstadt irgendetwas anderes tun, als einzukaufen. Wir vor dem Symbol der Hamburger Pfeffersäcke, wer hätte das gedacht? Demonstrationsverbote in der Hamburger Innenstadt gehören seit den Zeiten Schilds als Innensenator zum festen Bestandteil Hamburger Polizeipraxis. Der Konsumprozess gerade im Weihnachtsgeschäft darf nicht gestört sein. Aber der Staat soll im Zuge der weihnachtlichen Besinnlichkeit auch nicht gezwungen werden, sein militärisches Gesicht zu zeigen. Es ist nicht hinnehmbar, dass durch bestimmte Gruppen Bänke oder Plätze in Anspruch genommen werden und somit der Allgemeinheit nicht mehr zur Verfügung stehen. Zitat Ende. Das Jahr der Revolution weltweit. Bis es spät ist, starten die Kampagne, Flora unverträglich. Alle können mitmachen in der Auseinandersetzung. Wir haben ein Recht auf Stadt, wie wär's mit einer Hausbesetzung? In jedem Stadtteil und auch in deiner Gegend. Du bist Teil der Bewegung, wir können was bewegen. Stellen uns dagegen, wenn die Mieten ständig steigen. Bleiben ständig in Bewegung, lassen uns hier nicht vertreiben. Mieten verweigern, Kündigung ist hoch. Und dann besetzen sowieso. Gegen die Hetze! Gegen Gesetze! Für mehr Bauwagen!
Feuer in der Nacht.
das Feuer in der Nacht. Ich sah das Feuer in der Nacht. Ja, die fetten Jahre sind Vergangenheit. Wir hatten alles, doch nichts, was ewig bleibt. Weißt du noch, wie es früher war? Es war uns eigentlich nie so wirklich klar. Und so schleppen wir uns weiter durch den Sand. Die Sonne hat unsere Haut verbrannt. Des Nachts lässt uns die Kälte frieren und den Tod mit deinem Wegesrand zum elenden krepieren. Es brennt der Himmel. Es brennt der Himmel, es brennt der Himmel. Babylon, ich sah dich brennen, dann bin ich aufgewacht, es war zu klar zu erkennen. Ich sah das Feuer in der Nacht. 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 Träume und Visionen von den Abrissbirnen retten. Dafür wetten wir und wir sind jeden Tag mehr, bis zuletzt alles Denkbare geben. Mut ist zu kämpfen, auch wenn der Gegner übermächtig ist. Und die Koalition, mit der wir zu tun haben, hat es wahrlich in sich. Ein mächtiger
global agierender Investor, Hamburger Politik und die eine Interessengemeinschaft aus St. Pauli, angeführt von namhaften Geschäftsleuten vor Ort, mit großen politischen Lobby, deren Name ich aus logistischen Gründen besser nicht erwähnen sollte. Abriss und verdichteter, hochpreisiger Neubau waren und sind die Investorenfantasien. Nach dem Motto, alles muss raus, je schneller, desto besser. Der Investor und die Politik haben dabei mehrere hundert Schicksale, Existenzen und vernichtete Arbeitsplätze als Bagatelle, Peanuts und Kollateralschaden schon eingeplant und abgehakt. Und die ersten Häuser sind mittlerweile einer der am heißesten umkämpften Wohn- und Gewerbegebäude der Stadt. Denn an ihnen wird deutlich, was kapitalistische Stadtentwicklung bedeutet und welche fatalen sozialen Auswirkungen sie hat. Sie sind ein Symbol der Verdrängung und des politisch gewollten Mieter-Komplett-Austausches auf St. Pauli. Mit dem Schicksal der ersten Häuser entscheidet sich die Zukunft von St. Pauli. Ein das Stadtteil über 50 Jahre prägendes Gebäude und St. Pauli Symbol, eine Touristenattraktion und ein Markenzeichen soll von einem profanen, gesichtslosen Neubau ersetzt werden. Doch wir brauchen hier keine Glasfassadenbauten mit hochpreisigen Wohn- und Gewerberaum. Wir brauchen auch keine LED-Mutanten, in denen angeblich auf eine wundersame Weise Rock'n'Roll auf Bestellung stattfinden soll. Ja, basta! Nicht mit uns! Es reicht, das Fass ist endgültig voll. Nachdem Investoren und auch Politik bemerkt haben, dass diese Abrisspläne nicht ohne massiven Widerstand zu realisieren sind, geben sie sich nun gerade Hand zahm und schäfchenlieb. Eine durchsichtige Taktik der ruhigen Hand. Niemand soll verdrängt werden. Sie wollen die bestehenden Gebäude abreißen und dafür ein Drittel Sozialwohnungen bauen. Aber eben auch zwei Drittel teure Miet- und Eigentumswohnungen. Aber St. Pauli braucht keine teure Wohnraum mehr. Schluss damit. Reiß doch die tanzenden Türme wieder ein. Die werden so und so zur Hälfte leer stehen. Die in Mitte regierende Partei soll endlich das tun, was sie selbst fordert. Bezahlbare Wohnungsbau fördern und erhalten. Eigentumswohnungen verhindern. Zeigen wir gemeinsam und in aller Deutlichkeit den Politikern und Spekulanten, dass wir hier in Hamburg und auf St. Pauli ihr Vorhaben nicht zulassen werden. Helfen Sie uns, St. Pauli von den Ausverkauf zu retten. SOS St. Pauli! Wir vom Bündnis SOS St. Pauli und immer mehr Menschen nehmen dies nicht mehr hin und sagen laut, es reicht, Schluss damit. Damit dies so sein kann, braucht es eine radikale Kehrtwende in der Stadtentwicklungspolitik. SOS St. Pauli fordert, dass alle Planungen, Vertragsverhandlungen und Genehmigungsverfahren, die mit Abriss, Bau, Modernisierung, Umwandlung oder Verkauf zu tun haben, auf Eis gelegt werden müssen. Alles gehört auf den Prüfstand. Wir brauchen keine Pseudopartizipation, die sich darauf beschränkt, Legitimation für längst eingetütete Projekte zu beschaffen. Wir brauchen einen runden Tisch für St. Pauli, der sämtliche Verantwortliche und Betroffene von Stadtentwicklungsprojekten einschließt, und zwar gleichberechtigt. Wir brauchen endlich die Entwicklung einer wirklich demokratischen Planungsform. Die Mieten müssen sinken. Es zahlen jetzt schon zu viele Menschen zu viel für ein Dach über dem Kopf und zu viele Menschen können sich überhaupt keine Wohnung mehr leisten und müssen auf der Straße leben. Das ist ein Skandal in einem der reichsten Städte Europas. Der Leerstand von Wohn- und Gewerbefläche muss jetzt kriminalisiert werden. Die Besetzung von solchem Leerstand muss entkriminalisiert werden. Besetzungen müssen ein legitimes Mittel werden, diesen Leerstandsirrsinn ein Ende zu bereiten. Während die Politik die Phrasen von der Marke St. Pauli, vom Unternehmen Hamburg weiter vor sich herträgt, fangen wir und fangen zunehmend mehr Menschen an, die Dinge in ihre eigenen Hände zu nehmen, sich zu organisieren. Stadtteilversammlungen sind brechend voll besucht. Music Halls, die niemand braucht, werden verhindert und Genossenschaften zur Übernahme ganzer Häuser gründen sich. Das macht Mut und das lässt uns hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. SOS St. Pauli sammelt zurzeit massenhaft Unterschriften für den 12-Punkte-Plan, um das Thema weiter in die Öffentlichkeit zu bringen, um Menschen zu ermutigen, sich zur Wehr zu setzen und um die Politik weiter unter Druck zu setzen. Lasst uns gemeinsam für eine Stadt kämpfen, die lebenswert für alle Bewohnerinnen ist. Mischen wir uns ein und nehmen wir uns das Recht auf Stadt für alle. Danke. Das Niveauhaus wurde 1970 von Friedrich Niveau erbaut.
und seit jeher ausschließlich als Mietwohnhaus genutzt. Vor anderthalb Jahren wurde das Haus verkauft und beim Bezirk eine Abgeschlossenheitserklärung erwirkt. Das bedeutet, dass alle Wohnungen über kurz oder lang zu Eigentumswohnungen veräußert werden dürfen. 30 von 150 Wohnungen sollen schon verkauft worden sein. Die Tatsache, dass Investoren ihre Namen und Herkunft nicht preisgeben, kennen wir. Dass Behörden und Vertreter der Politik allzu gerne die Melodien des Großkapitals nachpfeifen, ertragen wir. Und dass die Steigbügelhalter aus der Immobilienbranche ihr eingemeißeltes, selbstgefälliges und heuchelndes Grinsen nicht aus ihrer Fresse kriegen, tolerieren wir. Aber dass all diese gehirngewaschenen und nützlichen Idioten den aufmerksamen und wachen Bürger, der mit Verstand und Herz weiterhin diffamieren, anklagen und wie dumme Schulkinder aussehen lassen. Dieser Zustand ist zutiefst grotesk, widerwärtig, abartig und gefährlich. Vielen Dank und frohe Weihnachten.
Thank you.